Die EU-Kommission hat im Streit um das Einwegpfandsystem eine Klage gegen Deutschland beschlossen. Sie räumte aber zugleich eine mehrmonatige Frist für Änderungen an der Verpackungsordnung ein. Die Kritik richtet sich gegen das uneinheitliche Rücknahmesystem, das Sonderregelungen für Supermarktketten zulässt. Dies benachteilige ausländische Getränkeanbieter. Umweltminister Trittin zeigte sich zuversichtlich, die Klage abwenden zu können. Schluss mit dem Streit ums Dosenpfand. Fritz Bolkestein, der unnachgiebige niederländische Binnenmarktkommissar, will Deutschland per Klage zwingen, eine einfache und einheitliche Pfandlösung einzuführen. Allerdings wird die Klage um 3 Monate aufgeschoben. Wir hoffen, dass Deutschland die Zeit nutzt und wir nicht vor Gericht müssen. Gegen die Pfandpflicht als solche hat Brüssel nichts einzuwenden, wohl aber gegen die sogenannte Insellösung. Sie gestattet den großen Discountketten, nur Pfandflaschen aus dem eigenen Sortiment zurückzunehmen. Ein schwerer Verstoß gegen den freien Warenverkehr, sagt Brüssel, denn ausländische Anbieter seien hierdurch klar benachteiligt. Der deutsche Umweltminister ist mit der Brüsseler Entscheidung hochzufrieden, denn die sogenannte Insellösung passte ihm ohnehin nicht ins Konzept. Die Kommission hat klargestellt, das deutsche Pfandsystem ist mit europäischem Recht vereinbar, wenn die Sonderregelungen für die Discounter gekippt werden. Damit ist nun Berlin am Zug, innerhalb der nächsten 3 Monate die deutsche Pfandregelung dem europäischen Recht anzupassen. Mit der drohenden Klage aus Brüssel hat Trittin jetzt ein starkes Argument in der Hand. Damit könnte er bis zum Jahresende die umstrittene Insellösung abschaffen und in Deutschland ein einheitliches Pfandsystem einführen, auch gegen den Widerstand der einflussreichen Handelsketten.